Alright guys, was geht ab? Willkommen zurück zu einem weiteren Pokémon Masters Video. Heute gehen wir wieder in die Herausforderungskämpfe vom Halloween Event. Und wir müssen hier als Bedingung einmal Geist, einmal Unlicht, einmal Einall und einmal Yoto mitnehmen. Ich bin gespannt, ob dieses Team das überhaupt schafft. Ich würde sagen, Geist ist hier effektiv, ne? Wir gehen mal rein. Heißt das, dass Geist vielleicht auch in der zweiten Stage effektiv ist? Weil dann müsste ich die maybe swappen. Weil aktuell ist unser Striker ein Unlicht-Pokémon. Wir werden sehen. Wir werden sehen, ob wir überhaupt genug Schaden machen oder ob wir Buffs snatchen können oder sonstigen Shit. So, Zauberschein und dann buffen wir uns defensiv. Zack, zack, zack. Und machen dann mal einen Nachthieb und gucken wir mal, wie viel Schaden wir anrichten. So, Mimikma wurde gebrochen. Alright, Xerneas ist verwirrt. Wir machen literally keinen Schaden. Das ist unlucky. So, mal einen Konfusstrahl rein. Zack. Holzhammer, der wird Schaden machen wahrscheinlich. Rückstoßschaden 7. Man liebt es immer wieder, der Rückstoßschaden in Masters. Der ist sehr gut, Kapi. So. Aber ist nicht schlimm, wir haben eine Menge Heilung am Start. Xerneas kann sich auch mit Holzgeweih hochheilen, von daher. So, ich glaube, dann machen wir Finsteraura ab dem Punkt. Und Zauberschein. Ja, der Schaden, der ist, yeah. Weiß ich nicht. Er ist jetzt nicht so prickelnd. Dann muss ich gleich nochmal einmal die Buffs klauen. Das wäre mega nice. So, einmal klauen. Oh, das hat Schaden gemacht. Das ist aber okay. Wir haben einen Trank. Oh, jetzt hätte ich klauen sollen. Okay, gut zu wissen. Dann hauen wir uns aber mal passiv eine Regeneration rein. Zack. Heilen uns. Unser Sync-Move kommt. Ich glaube, ich muss die tauschen. Ich muss echt einen Ghost-Striker nehmen. Leider. Any flinges? Any flinges? Okay, der Schaden ist jetzt nicht so krass vom Mimikma. Der Sync-Move ist heftig. Der tut weh. Alright, so. Crit ist mir egal, da ich eh Crit-Immun bin. Vor allem ist er verwirrt und kommt jedes Mal durch. Juckt ihn einfach nicht. Und wir haben Double Flinch normalerweise. Juckt ihn auch nicht. Ah, nice. Alright, so. Komm jetzt aber. Ich weiß gar nicht, ob Nachthieb mehr Schaden machen würde. Auf jeden Fall wird der Sync-Move wehtun, wenn ich nicht kille. Und der killt nicht. Oh, der wird wehtun, ne? Oh, der hat wehgetan, yep. So, dann einmal da einen Trank rein. Dankeschön. Und eine Mondgewalt in die seitlichen Slots. Hitzewelle. Okay. Das wird verfehlen. Nice. Alright, dann nochmal links flingen. Wäre cool. Ah, hätte ich mal links gesync-moved, wäre besser. Aber ist okay. Sollte hier sterben, nice. Wurde auch noch geflincht. Und sollte tot sein, ne? Ja, nice. Alright, okay, cool. Ja, dann würde ich sagen, tausche ich die beiden mal eben, falls es überhaupt möglich ist. Ich glaube aber ja. Ich weiß gar nicht, ob ich einen Unlicht-Supporter habe. Also an sich ja, aber für die Tags, die wir brauchen, Yoto und Einall? Ich bin mir nicht sicher. Ich schau mal eben. Alright, ich probiere es jetzt einfach nochmal so, wie unser OG-Team war.
weiß nicht, ob er den Zinkenruf überlebt. Also, Cleopatra. Bin mir nicht sicher. Aber wir können dann wenigstens snatchen. Und das ist schon mal was wert an sich. So, wir haben 0 Schaden gemacht. Bock. So. Kacke ist gebrochen, Disguise. Angeberei kommt. Verwirrung könnte ein bisschen wehtun und eklig werden. Oh, leider kein Refresh. Aber dann hoffen wir auf Flinges. Das macht ganze 100 Damage. Wow. Wow. Okay. Dann noch ein Kung-Fu-Strahl rein, obwohl das letzte Runde nichts gebracht hat, aber why not? So, dann einen Erstauner rein. Und jetzt snatchen wir seine Buffs. Der gibt sich ja nach dem Sync-Move, glaube ich, nochmal einen Crit-Buff. Den könnten wir auch snatchen, rein theoretisch. Aber erstmal die Buffs vor dem Sync-Move alle wegmachen. Sehr, sehr wichtig. Dann Sync-Moven wir, Holzgeweih. Schaden macht das. Okay, das macht nicht mehr wirklich so viel Schaden. Unbuff plus wir haben Defensive. Das ist schon mal ganz nice. Okay, wir bräuchten aber einmal Xenas zum Durchkommen. Danke. Dann eine Passivheilung. Nice. Huge. Alter, Finsteraura-Spam plus Mondgewalt, was am meisten Schaden macht. So, ich bin im Überlegen, vielleicht sogar mit Mord hier einmal zu sinken. Aber ich glaube, das wird trotzdem weniger Schaden machen, oder? Obwohl, das ist sehr effektiv. Ich weiß halt nicht. Ich weiß halt nicht. Alter, das macht nur 1500. Nice, okay. Das ist huge. Einmal ein Flinch, bitte, bitte, bitte. Bitte, 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 bitte. Ach, Mann. Alright, der Sync-Move wird jetzt wehtun. Okay, der Flinch kam leider zu spät. So, dann nochmal eine Finsteraura rein. Zack, zack, zack. Holzgeweih. Der kann jetzt wehtun. Yep. Alright, geflincht. Nice. Dann eine Mondgewalt rein. Nochmal ein Erstauner. Wieder eine Finsteraura. Und dann fokusse ich schon mal links wegen der Hitzewelle. Der killt jetzt hier Mimikma. Okay, vielleicht ist das OG-Team, was ich zusammengestellt habe, doch eigentlich ziemlich nice. Okay, so. Vielleicht müssen wir sogar gleich snatchen, weil wenn wir nicht flinchen, tut das sehr, sehr weh. Und wir flinchen nicht. Es tut nicht so sehr weh. Das ist okay. Trotzdem snatche ich noch einmal. Einfach sicherheitshalber. Aber ja, das OG-Team hätte ich nicht gedacht. Das klärt es einfach. Nice. So. Und weg mit dir. Alright, sehr schön. Hätte ich echt nicht gedacht. Aber gut, hätte ich einfach committen sollen und trusten sollen, I guess. Unnötig Kopfschmerzen gemacht. Unnötig Kopfschmerzen gemacht. Alright, alright, alright. Gut, dann holen wir unsere Belohnung ab. Und damit wäre das Event dann auch abgeschlossen. Und alles abholen. Nice. Die Münzen haben wir. Münzen.
Und dann muss ich das Event einfach nur noch mal ein bisschen spammen. Alright, und sonst gibt's nichts, ne? Ne, alles abgeschlossen. Alright, guys, das war's dann mit dem Halloween-Event. Ich weiß nicht, vielleicht konnte ich den einen oder anderen helfen mit der Teamkomposition. Holy shit. Yeah, Cleopatra, den Sync-Grid bzw. Sync-Bild hat man, glaube ich, beim Cresselia-Event gesehen, also vom Video her. Ansonsten blende ich das einfach nochmal hier ein, warum nicht? Whatever, ich glaube, das ist jetzt nicht so wichtig. Xerneas Sync-Grid habe ich jetzt 10.000 Mal eingeblendet, sollte, glaube ich, mittlerweile jeder kennen, findet man wahrscheinlich unter jedem zweiten Video. Und Morty, ja, habe ich einfach auf Full Support gegriddet mit Erstauner Schaden und, glaube ich, eine höhere Chance, dass es flincht, glaube ich. Ich bin mir nicht zu 100% sicher, aber irgendwie sowas. Alright, guys, also, falls wen gefallen hat, lassen Daumen hoch, das Supports kein Mord, abonnieren nicht vergessen, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, ich bin raus. Peace.